Weitere Milliardenspritze für Griechenland. Zwei Drittel der Bürger lehnen Hilfe ab. Berlin. Am Montag wollte der Bundestag die nächste Milliardenspritze für Griechenland beschließen, diesmal im Umfang von 130 Milliarden Euro. Müssten die 80 Millionen Bundesrepublikaner diese zweite Finanzhilfe für Athen alleine zahlen, dürfte jeder von ihnen, ob seniler Greis oder babbelndes Kind, ob kreativer Lebenskünstler oder emsiger Arbeiter, 1600 Euro hinblättern. Beim ersten Hilfspäckchen wären es bereits über 1300 Euro pro Nase gewesen. Diese paar Tausender Spielgeld sind eigentlich nicht der Rede wert. Zudem finanzieren auch die Dänen, Holländer und Finnen die griechische Misswirtschaft, nicht allein die Bundesdeutschen. Dennoch wollen laut Umfragen mittlerweile fast zwei Drittel der Deutschen kein Geld mehr nach Griechenland transferieren. Nur noch 33% sind dafür, ihre Teuros in die Luft zu pulvern. Würden diese 33% deutsche Ja-Sager die zweite Finanztransaktion selbst zahlen, müsste jeder von ihnen weit über 5000 Euro aus der Handtasche kramen. Als erstes Regierungsmitglied sprach sich nun sogar der Innenminister Hans-Peter Friedrich von der CSU offen für ein Ausscheiden Griechenlands aus der Eurozone aus. Das Bundeskanzlerinnenamt distanzierte sich umgehend von Friedrichs Aussagen und auch die parlamentarische Opposition forderte von der Kanzlerin ein Machtwort gegenüber Friedrich noch vor der Abstimmung. Der grüne Finanzexperte Gerhard Schick sagte, Merkel müsse den Innenminister zur Raison rufen. Noch giftiger wurde am Montagmorgen ein Nachrichtensprecher beim Radiosender MDR Figaro. Dieser meinte, Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich sollte eigentlich damit ausgelastet sein, den Rechtsterrorismus zu bekämpfen und Konsequenzen aus der NSU-Affäre zu ziehen. Das ist überhaupt ein angenehmer Nebeneffekt des braunen Mordgespenstes. Das ist die Aufmerksamkeit der Zahldrohnen, auf die im Fernsehalltag immer brutaler auftretenden Nazi-Horden lenkt und somit verdeutlicht, wie süß das Leben unter den herrschenden Steuereintreibern ist. Getreue Untertanen und fürsorgliche Obrigkeit schweißt die heroische Hoffnung fest zusammen, dass man jeden herbeihalluzinierten Feind und jede selbstgemachte Krise gemeinsam wird besiegen können.